Was geht ab, Leute? Mein Name ist Mubix und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren YouTube-Video. Heute ist es endlich soweit. Ihr konntet es schon den Titel entnehmen. Heute, Bruder, wir schauen uns diese stabilen Puffer und Winterjackets an. Es ist langsam richtig kalt. Ich wollte eigentlich heute shooten gehen. Ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt shooten gehe. Es ist einfach 6 Grad draußen. Bruder, es ist kalt. Ja, nee, es ist richtig kalt. Aus dem Grund dachte ich mir, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als heute, um uns ein paar geile Winterjacken anzuschauen. Deswegen lasst uns gar nicht viel Zeit verlieren. Lasst uns direkt loslegen. Wir werden es folgendermaßen machen. Ich werde euch einfach die Bilder von den Jacken hier einblenden. Ich werde euch die Preise sagen und wir haben für jedes Budget was dabei. Wir fangen an heute bei günstig und gehen hoch zu super hochwertig, super teuer. Deswegen würde ich sagen, lass uns keine Zeit verlieren. Let's go. Eine wichtige Info noch, wir haben in diesem Video nur, wirklich nur von der Optik stabile, geisteskranke Jacken dabei. Ihr kennt das alle bei diesen Videos so, für jedes Budget haben wir heute was dabei. Dann fangen die an und machen so, damit wir auch was Günstiges haben, machen die sowas so. Ey yo, what the fuck? Wo eigentlich jeder weiß, es wird sich sowieso nie jemand kaufen, weil es sieht einfach scheiße aus. Aber Hauptsache, ich habe etwas dabei, dass ich sagen kann, ich habe was für günstig bis teuer. Nein, Bruder, wir haben nur richtig stabile Sachen dabei. Zumindest von der Optik. Ich habe nicht alles da gehabt, ich kenne nicht alle Produkte. Aber von der Optik sind alle Sachen sehr, sehr nice. Deswegen, let's go. Und den Anfang machen wir hier mit dieser Puffer Jacket von Pull&Bear. Die sieht richtig, richtig gut geschnitten aus. Preislich natürlich super günstig. Das ist unser Einsteigermodell quasi heute. 25,90 Euro oder 99. Ganz ehrlich, wie warm die hält, wie gut die von der Qualität ist, etc. Keine Ahnung. Will ich jetzt nicht wirklich was zu sagen, aber optisch sieht sie auf jeden Fall sehr nice aus. Würde ich genauso rocken, wie der Typ sie trägt. Das ist unsere erste Jacke. Machen wir weiter mit Nummer 2. Als zweites haben wir auch wieder eine Puffer Jacket. Wir haben eigentlich, glaube ich, fast nur Puffer Jackets heute. Auch bei ASUS gefunden. Von ASUS Design eben. Aus einem recycelten Material. Und die Farbe dieses, sie nennen das Salbeigrün, sieht richtig, richtig nice aus. Und was mir an der sehr gefällt, ist, dass sie einfach anders ist, was die Steppung betrifft. Wir haben hier nicht diese typische Sektionen quasi, so wie es in Puffer Jackets ist, quasi so diese Speckröllchen, sondern wir haben hier Quadrate quasi einfach so. Und das finde ich von Optik sehr, sehr nice. Und ich glaube, mit dem Preis von 60 Euro kannst du damit absolut nichts falsch machen, weil ich habe einige Puffer Jackets von ASUS da, von ASUS Design, und die sind wirklich preis-leistungsmäßig absolut safe. Die sind richtig, richtig gut und haben oft auch einen sehr geilen Schnitt. Bei der scheint es auch so zu sein, dass sie diesen leicht cropped Schnitt hat und das ist wirklich ein richtig guter Schnitt. Der macht eine sehr, sehr geile Optik. Das ist Jacke Nummer 2. Lass uns weitermachen mit Jacke Nummer 3. Und zwar auch wieder eine Puffer Jacket, die einen cropped Schnitt hat. Von Lebrief heißt es, glaube ich. Hier wieder eine normale Puffer Jacket. Hatte ich noch nicht da, kann ich nichts zu sagen. Aber bei dem Preis von 65,90 kann man auf jeden Fall mal probieren. Vor allem, weil sie ist runtergesetzt. Sie ist im Sale. Sie war eigentlich bei 124 Euro. Also die scheint, glaube ich, schon auf jeden Fall stabil zu sein. Was mir persönlich an der jetzt nicht so gefällt, ist, dass diese Ärmel hier am Bund so gerippt sind und nicht so offen wie bei den anderen Jackets von ASUS, die ich euch jetzt zeigen werde. Und zwar als nächstes ist diese absolute, also diese Jacke, die wurde, glaube ich, auf YouTube schon bestimmt von jedem Fashion-YouTuber ein- oder zweimal vorgestellt, aber zu Recht, weil es ist einfach eine verdammt gute Jacke. Und zwar wattierte Jacke in Grau heißt sie jetzt hier, die heißt aber manchmal auch anders, manchmal heißt sie, keine Ahnung, Steppjacke aus recyceltem Material heißt sie manchmal auf ASUS, aber generell, ihr werdet sie daran erkennen, die kostet 75 Euro. Sie ist richtig gut geschnitten, also sie ist boxy, sie hat einen Crop-Schnitt, sie hat ultra weite und lange Ärmel, wie ihr hier auf dem Foto sehen könnt, und die gibt es in unendlich vielen Farben. Ich blende euch jetzt einfach hier mal ein paar Farben ein. Grau, Ikru, Braun gibt es, Grün gibt es, glaube ich, Weiß gibt es. Also da gibt es einfach unfassbar viele Farben. Ich habe sie, glaube ich, in Cream da, in Grün habe ich sie da, und die Jacke ist einfach gut. Sie ist richtig geil von Optik und sie hat einen guten Schnitt und sie hält warm. Also es ist sicherlich nicht die wärmste Jacke, die man so tragen kann, aber sie hält auf jeden Fall warm. Okay, und jetzt kommen wir zur nächsten Jacke. Und ich bin mir zu 99% sicher, das wird der absolute Preis-Leistungssieger aus diesem Video sein. Und zwar ist es die Puffer Jacket von 85 aus der neuen Kollektion. Bis vor kurzem konnte man die nur pre-ordern. Seit gestern, glaube ich, ist es nicht mehr auf Pre-Order, sondern sie wird jetzt offensichtlich lieferbar sein. Diese Jacke gibt es in 3 Farben. Einmal in diesem Grau, einmal in so einem normalen Schwarz und einmal in so einem in so einem Washed-Look. Ich blende es euch einfach ein, ihr habt es jetzt eh gesehen. Und warum könnte das der Preis-Leistungs-Sieger sein? Klar, 160 Euro ist jetzt nicht mehr wenig für eine Jacke, aber eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, für eine Winterjacke ist es okay. Und vor allem diese Jacke hat eine Wattierung von echten Daunenfedern und Entenfedern. Das haben die meisten nicht. Die meisten Jacken, also ich glaube alle, die ich euch jetzt gerade eben schon gezeigt habe, das ist einfach immer Kunst, irgendwelche Kunststoffe, irgendwelche Plastikstoffe, Polyester etc. Die hat eine Fütterung aus 70% Daunen und 30% Entenfedern. Das ist krass. Also ich bin mir sicher, die Jacke hält richtig gut warm und ich glaube, es ist höchstwahrscheinlich der Preis-Leistungs-Sieger von allen Jacken, die wir heute hier gesehen haben. Als nächstes
kommt eine Puffer Jacket von Preach, beziehungsweise sie heißt Hooded Puffer, gibt es in zwei Farben, einmal in diesem Steel Blue und einmal in einem Graffiti heißt es, also es geht in Richtung Schwarz. Ich finde Puffer Jacket ist jetzt hier schon, weiß nicht, ob ich sie Puffer Jacket nennen würde, weil sie hat diese Puff-Elemente quasi, aber schon sehr wenig eher im unteren Bereich. Trotzdem, von der Optik ist es eine sehr geile Jacke, gefällt mir sehr gut. Für 199 Euro ist es auf jeden Fall Richtung höheres Preissegment, das kennen wir aber von Preach, weil Preach macht einfach gute Sachen. Habe ich bestellt, wenn sie da ist, wenn ihr Bock habt, können wir auf jeden Fall nochmal ein Review machen. Wir können sie auch vergleichen, zum Beispiel mit der Jacke von 85, weil die habe ich auch bestellt. Die habe ich auch bestellt, meinte ich. Die können wir uns auf jeden Fall beide nochmal anschauen. Aber genau, ich wollte es euch jetzt hier vorgestellt haben. Wem die Optik gefällt, da gibt es einigen, denen wird diese Optik voll zusagen. 199 Euro, kann man zuschlagen, ist auch lieferbar. Als nächstes, eins meiner absolut kranksten Highlights ist die Puffer Jacket von Rootatoo. Für mich eine der geilsten Produkte, was Rootatoo je gemacht hat. Ich blende euch hier ein paar Bilder ein. Sie ist jetzt, das ist witzig, als ich gerade so die Infos gesammelt habe für das Video, habe ich gesehen, okay, jetzt steht der Drop an. Der Eugen hat in seiner Story, Eugen ist der Gründer und Kopf hinter Rootatoo, der hatte hier diesen Countdown in seiner Story. Und Leute, diese Puffer Jacket, die ist einfach krass. Das sieht für mich, also der Schnitt, die Art und Weise, wie sie auch fotografiert wurde jetzt hier und so weiter, das sieht für mich einfach nach High-End-Mode aus. Das ist richtig, richtig nice. Ist an, für mich sehr angelehnt auch irgendwie an die Jacke von Entire Studios. Und die blende ich jetzt hier ein. Das ist auch schon unsere nächste Jacke. Übrigens zu der Jacke von Rootatoo habe ich gerade leider keinen Preis. Ich weiß nicht, was sie kostet. Ich schätze, es wird irgendwo so im Bereich 200, 250 Euro sein. Ich denke eher so 250 Euro wahrscheinlich. Ist für mich sehr ähnlich und sehr angelehnt an die Jacken von Entire Studios. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, aber wir haben jetzt hier die Jacken von Entire Studios und die sind geisteskrank, Leute. Das sind richtig kranke Jacken, die sind auf Instagram rauf und runter gegangen. Sind leider nur noch in zwei Sizes verfügbar, XS und S. Kosten 260 Dollar, also irgendwie 230, 240 Euro oder so. Das sind geisteskrank geile Jacken und hier ist das, die Wattierung ist mit den Entenfedern und Daunenfedern. Also das ist eine Jacke, die, da könnt ihr euch safe sein, Bruder. Du kannst diese Polarmission machen, du wirst auf jeden Fall warm bleiben. Die nächste Jacke ist auf jeden Fall ein All-Time-Classic. Das ist eine Jacke, die gibt, glaube ich, schon seit Jahren. Ich weiß jetzt nicht, mir fehlt so ein bisschen das Feeling dafür, um zu sagen, sie ist jetzt schon out oder sie ist noch in Ordnung. Aber ich glaube, sie geht auf jeden Fall noch klar. Es ist die von The North Face. Nutzerjacke, das ist ja eine Retro-Jacke, die gibt es eigentlich schon ewig. Aber auf jeden Fall geile Jacke, hält auf jeden Fall warm. Von der Optik richtig, richtig nice. Und ja, ist eine geile Winterjacke. Gibt es in verschiedenen Farben. Preislich natürlich 300 Euro ist schon eine Ansage. Und jetzt sind wir auf jeden Fall im High-End-Bereich angekommen, würde ich sagen, auch was die Preise betrifft. Aber wir haben jetzt hier nur noch stabile und geile Jacken. Eine davon ist zum Beispiel hier diese Represent Puffer Bomber. Oder, ja genau, sie heißt Puffer Bomber. Gibt es in zwei Farben. Einmal in diesem dunkelgrau, sie nennt es Dark Gull Grey. Und in schwarz gibt es sie. Ich habe die Jacke auch da. Leute, das ist eine super, super stabile Jacke. Hält übertrieben gut warm. Geiler Schnitt, geile Optik. Sehr, sehr auffällig, finde ich. Weil halt sehr besonderer Schnitt, so diese Mischung aus Bomberjacke und Puffer Jacket. Aber für mich absolut geniales Produkt, richtig, richtig gut. Gibt es in zwei Farben. Natürlich, also ich glaube, das ist selbstverständlich, aber alle Produkte sind wie immer unten verlinkt. So, und als Finale von dem heutigen Video macht die Jacke von Cole Buxton. Und zwar haben die hier eine, ja, auch Puffer Jacket. Von der Optik und von der Steppung sehr ähnlich wie die von Represent, was wir gerade gesehen haben. Allerdings haben wir hier noch eine Kapuze dran. Geisteskranke Jacke, also sieht sehr, sehr krass aus. Kostet allerdings auch knapp 500 Euro, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ist natürlich für eine Jacke schon, das ist schon viel so, keine Frage. Aber keine Ahnung, wer Bock hat, wer sich das leisten kann, hat auf jeden Fall die Möglichkeit, sich auch so eine Jacke zu kaufen. Sie ist unten verlinkt und ich würde sagen, kurz, knackig, ein paar geile Jacken rausgehauen. Und an der Stelle sehen wir auch schon wieder durch. Alright Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar coole Jacken zeigen. Ich hoffe, der eine oder andere von euch, der jetzt noch auf der Suche war nach einer Winterjacke, hat jetzt nach diesem Video quasi die Antwort bekommen und kann sich eine Jacke kaufen. Ich glaube, ganz ehrlich, mein Preis-Leistungs-Favorit wird auf jeden Fall die von 85 sein. Optik sehr, sehr nice und Preis 160 Euro dafür, dass du eine Jacke bekommst mit Enten und mit Daunenfedern, ist auf jeden Fall geil. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Ich habe sie bestellt. Ich warte nur darauf, dass sie kommt. Dann können wir die uns auch nochmal genauer anschauen. Ansonsten, was für eine Jacke hat gefehlt? Also wenn euch irgendeine Jacke einfällt, die auf jeden Fall hätte mit drin sein müssen, dann schreibt es auch gerne in die Comments, sagt mir Bescheid. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis zum Donnerstag. Euer Movix. Ciao.